Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Brickborn und im heutigen Video geht es ja um das neue Gleisbett. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Und anschließend möchte ich gerne in diesem Bereich, das heißt von der Tanne bis hier vorne zu diesem Laubbaum, eine alte Fabrik bauen mit hohem Schornstein. Ich habe hier nur 8 Noppen Platz hier. Das heißt, es wird eher nur ein Fassadengebäude sein, was hinten offen ist. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal zu den Gleisen. Ja, Gleisbett machen. Schöne Sache, ein Gleisbett für Lisbett. Ja, ich wollte die Schwellen gerne in Grau haben. Es gab etliche Diskussionen. Ich habe es mir vorgenommen, meine ganze Schienenstrecke in Grau zu machen und nicht mit braunen Schwellen. Es ist nicht viel geworden bis jetzt. Ihr seht, hier steht noch die Softbox. Und zwar habe ich ja hier die Kreuzung da vorne, die Schienenkreuzung, und habe wirklich nur diesen Teil erst fertig gekriegt. Ich will nicht sagen, ich habe mich verrechnet mit den grauen Schwellen. Ich habe im Moment nur nichts mehr da. Ich warte auf Bestellung. Es kommt nichts. Die Polizei von Lego soll auch kommen. Im Moment kommt gar nichts. Ich muss gucken, wie es auch im nächsten Video weitergeht. Aber so will ich auf jeden Fall meine Gleise herstellen. Es ist sehr kostenintensiv, von daher wird peu à peu immer nur ein Video kommen. Mal hier, mal da, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, weil ich habe halt viele, viele Meter zu machen. Und das dauert halt auch alles dementsprechend. Ja, wie man solche Gleise macht, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Beispiel eine Gerade zum Beispiel, einfach den schönen Unterbau darunter. Ich habe hier so eine Rille in der Mitte freigelassen für eventuelle Stromkabel und so weiter. Das gleiche habe ich aber auch gemacht für die Kurve. Auch da so eine Rille hier, wo der Zeigefinger ist, da kann ich wunderbar ein Stromkabel dann herziehen. Ja, und so werde ich jetzt Schiene für Schiene weiterbauen. Ja, das war es erstmal soweit zu den Schienen. Tut mir leid, dass es heute nicht mehr war, aber genau aufgrund dessen, weil ja sonst nichts ist, nehmen wir uns jetzt diesen ganzen Bereich vor. Und zwar habe ich da ja vor, eine Fabrik zu bauen. Und zwar kommt dazu diese ganze Verladestation weg. Auch da hinten diese Drehkräne kommen weg. Und ich möchte hier ein schönes Fassadengebäude hinsetzen, genau zwischen der Tanne und hier dem Laubbaum. Und das Ganze soll mit einem Sheddach versehen sein. Das ist immer dieses typische Dach, wo eine Seite steil hoch geht, die andere Seite etwas schräger und so weiter. Das dreimal, dann einen schönen hohen Schornstein mit Qualm obendrauf. Und natürlich soll auch die Fabrik von innen beleuchtet sein. Ich baue das jetzt nicht Stück für Stück. Ich mache das heute einfach mal ein bisschen anders. So, ich habe jetzt erstmal hier hinten erstmal alles schön Staub gesaugt, alles wieder schön sauber hier. Und ich würde sagen, aufschnippen die Fabrik in die Stadt. Ach nee, da fehlt ja noch was. Der Schornstein. So, der Schornstein ist drin. Oh, der Qualm fehlt ja noch. So, der Qualm ist drin. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen pflastern und ein paar Leute hinstellen. Das sieht mir noch ein bisschen kahl aus. Und der Baum muss ja auch wieder dahin. So, die Geschichte haben wir auch fertig. Ja, ich konnte ja nicht nur die paar Gleise machen. Ich musste ja auch was noch dazu machen. Das wäre sonst ein bisschen wenig gewesen, meiner Meinung nach. Ich zeige euch mal ein bisschen näher, was ich so alles gemacht habe. Erstmal, wie gesagt, so ein bisschen gepflastert hier vorne. Da haben wir noch ein paar Paletten drin stehen. Ein Bauarbeiter. Schornstein, auch ein bisschen begrünt. Oben halt den Qualm. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und da hinten seht ihr schon eine Lok. Das ist das Krokodil, die 4551. Die habe ich leicht abgeändert, so die Fronten und das Heck auch beleuchtet mit 9 Volt. Und den lassen wir jetzt erstmal einmal fahren. Auf geht's!
So, das war's für heute erstmal. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Denn im nächsten Video werden wir entweder ein paar neue Gleise machen oder mit der Lego-Polizeistation beginnen. Also, bis dahin. Tschüss!